Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich möchte mal eben den Scan nach Eiern abschalten. Oh. Dann lassen wir den Scan nach Eiern nochmal an. Obwohl, ist egal. Wir brauchen nur den Hardship rauszunehmen und schon ist es nicht mehr so schlimm für uns. So sieht das aus. Richtig, das reicht, ja. So, die ominöse Nachricht. Bin mal gespannt. Bordcomputer. Dieses Art ist ein automatisiertes Notsignal von Rettungskapsel 12. Koordinaten übertragen. Warnung. Rettungskapsel ist über sichere Tiefe gesunken. Unternehmen Sie keinen Rettungsversuch ohne dafür geeignete Tauchausrüstung. Über 250 Meter gesunken. Aha. Ja, hin da, ne? Aber auf jeden Fall. Ich brauche Platz. Oh, ich muss hier unbedingt mal. So. Nee, den brauchen wir auch nicht gerade. Na. 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 So, hin da. Nee, erst hier ein bisschen was. Na ah, toll, die. Ich dachte, ich hätte die. Habe ich mir gedacht. Habe ich mich wohl geirrt. So, dann essen wir zwei Kartoffeln noch und dann passt das auch. So, ab dafür. Auf zu der Rettungskapsel. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Hey, hat die sich die 900 Meter ja gemerkt. Rettungskapsel 12. Vielleicht waren wir da auch schon. Ich weiß es nicht. Das sieht mir so von der Richtung her ein bisschen nach Kuhspiom aus, ne? 1400 Meter. Ich würde mal denken, das ist Kuhspiom. Das ist ein Kuhspion. Ich glaube, da hatte ich doch schon mal einen, oder? Rühren wir mal eben meinen Cappuccino um. Ah, da können wir ja hingehen. Dann können wir uns auf dem Rückweg gleich mal nach einer Wahlschule Ausschau halten. Wo wir das vielleicht am besten aufbauen mal. Pauschal würde ich ja so ein Biom hier vorschlagen. Leute. Das könnt ihr nicht machen, sowas. Meine Güte. Ich dachte erst, da war sowas Kleines Rundes zu sehen. Ich dachte mir, oh, guck mal, eine Kapsel. Nee. Das sieht aber merkwürdig aus hier, oder? Guck, das ist doch ein Foto wert. Das ist doch ein Foto wert. Nicht sinken, ich mach Foto. Ah, oh, komm. Wieder. Na, ah, meine dicken Füße. Krass. So viele davon. Gleichzeitig. Wahnsinn. Hammer. Das Spiel überrascht immer wieder, ne? Irgendwie. Und jetzt schweben sie wieder nach oben. Oh, guck mal, ein Scan, Schweber. Sehr cool. Da wiederholt sich das Schauspiel hier gleich. Fremde Lebensform, Schweber. Evolutionäre Abnormalität, das würde ich auch so sehen. Erstens, dominante Lebensformen. Die Strukturanalyse hat ergeben, dass dieses Lebewesen aus zwei verschiedenen Arten besteht. Der rosafarbene Hauptkörper und die inneren Kiefer sind die dominierende Kreatur. Zweitens, Membran aus Mikroorganismen. Die äußere Geleeartige Substanz ist eine Mischung aus Mikroorganismen, die ein geschlossenes Vakuum um die Kiefer der Kreatur bilden kann. Wie, die hat Kiefer? Na gut, der muss sich da reinbeißen, ne?
Ist ja schon lustig. Drittens, Luftpuffer. Die äußere Haut enthält eine dünne Schicht aus Helium, die für Auftrieb sorgt. Die Lebensform konnte fast ausschließlich festgesaugt an große Felsblöcken beobachtet werden. Sie scheint äußerst anfällig für künstliche Ablösung zu sein und wahllos bei erneuter Befestigung. Weitere Untersuchungen erforderlich. Moment. Wahllos bei erneuter Befestigung. Plupp. Naja. Aber da kriege ich doch noch mein Foto jetzt, glaube ich. Eins mit schwebenden Dingern. So, ist anders eindrucksvoller aus, fand ich. Egal, ich sammle erstmal hier wild. So, und jetzt aber weiter zu dem... Ne? Autsch. Ich hab's kommen sehen. Pilze hätte natürlich auch noch was für eine Waleisuchung. Aber es ist nur einer hier. Ja, Kusch, ich sag's doch. Also es heißt ja nicht mehr so, es heißt ja Bulbsohn. Also auf Deutsch heißt es wahrscheinlich noch ganz anders. Aber ich glaube, das haben wir dann auch schon mal eingesammelt gehabt. Ja gut. Blitzdingsten kann ich mir hier wohl sparen. Jo, da waren wir schon. Und da waren wir auch schon drin. Da haben wir auch ein PDA eingesammelt, aber das hat uns nicht viel gebracht. Das ist das Ding. Oh, Oma. Interessantes Höhlensystem entdeckt hier. Da gehen wir jetzt aber mal rein. Vielleicht gibt es hier ja auch noch mal so ein... Was bist du denn? Ein Lavastrom? Du gehörst ja gar nicht hin. Es sieht ja schick aus, ne? Autsch. Ist wohl doch wärmer hier. Ja, ein bisschen wärmer. Irgendwas sagt mir, dass ich hier schon mal war. Glaube ich. Ja, das ist klar, dass wir die hier wieder antreffen. Komm, wir schicken hier mal einen schnellen Scan durch. Wow, wie cool. Kann ich die eigentlich scannen hier? Diese Schnüffelstücke hier? Oh, Gold! Oh, Mensch! Oh, wie praktisch. Nö. Habe ich euch schon gescannt? Ich nehme... Ah, sehr schön. Gab es hier noch mehr Gold irgendwo? Ja, wir finden bestimmt gleich noch welches. Dann gehen wir hier mal durch. Und... Nee, doch, das dürfte auch Gold sein, ne? Denke ich mir. Gehen wir hier mal runter. Ach, wie
cool. Dann muss ich ja doch gerade nicht unbedingt sofort mit dem Exosuit los. Ich hätte mir vielleicht noch was zu trinken mitnehmen sollen oder sowas. Oh, Diamant nehmen wir auch mit. Ja, komm, Lithium, du hast gewonnen. Nee, du kannst nicht immer gewinnen. So. Cool. Nee, hier unten war ich, glaube ich, auch noch nicht drin in dem Spiel. Es ist schwer zu sagen. Ich kann es nicht genau... Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht mit Scanner bewaffnet. Vielleicht bin ich hier irgendwann mal hilflos reingeschwommen und bin dann auch schnell wieder raus, bevor ich überhaupt nicht zurückfinde. Das kann natürlich hier an solchen Stellen auch mal sehr leicht passieren. Also dann schwimmst du halt irgendwann im Kreis und ich habe mich auch schon in Höhlen verlaufen. Sag ich mal. Ah, hier meinst du. Aber jetzt. Ach ja, da. Moment, das sieht doch aber mehr nach. Eventuell war ich ja doch schon. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Was ist mit dir hier? Ja. Die Frage ist ja, in welche Richtung wollen wir denn jetzt mal? Man kann sich nämlich auch mit Scanner schon verlaufen. Ja, die Richtung scheint klar zu sein, ne? Irgendwo kommen wir dann auch wieder raus. Glaube ich. Das sieht nach Sackgasse aus. Ja, Sackgasse. Ja, dann machen wir doch hier mal weiter. Cool, richtig viele Goldvorräte hier. Sehr nett. Sehr, sehr, sehr nett. Also, weil das per Hand zu suchen ist uns echt mühselig. Und dann würde ich lieber sonst mit dem Anzug los und dann mal versuchen, Gold im großen Stil zu holen. Wobei, jetzt wo ich den Scanner habe, würde das natürlich auch gehen, Gold zu finden. Aber wozu? Ich brauch's ja gar nicht mehr. Das hat sich mal richtig gelohnt. Welcome aboard, Captain. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir können nur wieder hoch, ne? Hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Nee, hier war ich noch nicht. Na, sehr witzig. Okay, wir müssen hier unten. Hä? Moment. Wisst ihr jetzt, was ich meine mit, man kann sich hier auch super verlaufen? In diesen Höhlengeflechten? Schalten Sie nächste Woche auch wieder ein. Wenn es heißt, wir haben rausgefunden. Nee, hier ist gar nichts. Wir müssen hier wieder runter. Und das trotz Scanner. Ah. Ja. Okay. Hier lang. Hier hoch. Nee. Hä? Wo geht's denn hier nach oben, Mensch?
hier so lang, ne? Und dann hier durch und dann hier hoch. Und dann da lang. Oh Moment, hier war ich aber nicht. Aber ich höre schon die Elektrofische. Hier schwimme ich doch im Kreis gerade. Es macht mich wahnsinnig. Nein! Es muss doch hier rausgehen. Sekunde. Da links irgendwo. Da links ist so ein Geflecht. Das hilft mir weiter. Und da muss ich irgendwie hinkommen. Und da komme ich von da hin. Das habe ich nicht gesehen. So kurz heraus wie ich. Das hab ich nicht gesehen. Der Hammer. Aber ist geil. Immer wieder cool sowas. Ist richtig cool. Aber keine Meereskrone drin. Nee, keine Meereskrone drin. So kann's gehen. Aber das ist schon fett. Weißt du, schwimmst irgendwo rein und denkst dir, ja, und mit Scanner, ne, und sitzt dann immer noch dran. Vielleicht stelle ich mich ja unbegabt an, das kann ja sein, aber. Ah, hier. Das ist der Eingang zu einer anderen Höhle. Wahrscheinlich wäre man da dann rausgekommen. Das ist der Eingang zu einer anderen Höhle. Die ist nämlich sehr cool. Man könnte nämlich hier links und. Moment. Könnt ihr hier so hoch? Kann ich nur empfehlen. Aber wirklich auch, ne? Oder eine Schnur mitnehmen. So, dann geht es hier so ein bisschen entlang. Vergiss es, ich erzähle euch. Mist. Es geht hier runter. So. Es geht hier runter und hier unten geht es dann noch weiter runter. Und dann wird es hier richtig tief. Und dann kommt man letztendlich hier hin und ach, das geht doch ganz weit weiter. Das ist richtig cool. Hier gibt es auch einige Ressourcen zu finden. Ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, was es ist. Vielleicht auch Gold. Das kann durchaus sein. Aber das ist aber, kann man sich auch gut verlaufen. Ja, immer aufpassen, dass ihr euch nicht verlauft. Das kann mir schnell passieren. Oder verschwimmt. Genauer gesagt. Ist ja auch schön. Das war ja schon fast wieder mit Ansage eben, ne? Das war ja schon fast wieder mit Ansage. So, und hier in der Nähe habe ich damals mal diese Tiefen-Upgrades gefunden. Für die Cyclops, meine ich. Die lagen hier so in diesem Gebiet rum. Scheint jetzt aber nicht mehr da zu sein. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das Kuschbiom nicht so nah dran war. Vielleicht hat sich das alles im Laufe der, ja, man kann ja schon fast sagen, Jahre verändert auch. Oh, man kann sehr gut sogar sagen, Jahre. Doch schon einige Zeit mit dem Spiel verbracht. Nicht ganz so krass wie in Seven Days, aber doch einige Zeit. So, dann machen wir mal zurück. Und ja, dann bauen wir wohl mal unseren Scanner ab. Wir
Wir bräuchten allerdings auch eine Energiequelle dann da. Und dafür ist der Bioreaktor eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich den mitnehmen, den Bioreaktor. Oder mir halt noch einen bauen. Das ist wahrscheinlich besser, wenn ich mir noch einen baue. Solarzellen brauchen relativ viel Material. Da ich nach Eiern scannen werde und die verheizen kann und da Strom brauche, bietet sich ein Bioreaktor an. Müsste man natürlich auch am Anfang erstmal ein Ei mitnehmen, dass wir den schon mal in Betrieb nehmen können. Wir brauchen auch Strom, bevor wir das erste Mal scannen können. Das brauchen wir auf jeden Fall. Sonst sieht das schlecht aus. Das lässt sich einrichten. Na, ja, fliegender Fisch. Dir ist schon klar, dass du hier nicht schwimmen kannst, nicht? Du kannst hier nicht schwimmen. Du bist in meiner Basis, Fisch. Könntest du bitte mal nach draußen schwimmen? Fliegen? Oder so? Irgendwie? Ganz raus? Soll ich dir helfen? Du bist schwierig, weißt du das? Ich glaube, der Fisch hat ein Problem. Oder ich habe ein Problem. Nein, der Fisch hat es eingesehen. Ist in Ordnung. Ja, er hat es dann auch gleich eingesehen. Ein schönen Gruß an Rüdiger Hoffmann an dieser Stelle. So, Gold, 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 Gold. Wir haben viel zu viel Kupfererz. Wir müssen hier mal ein bisschen umschichten eben. Das kommt nach Glitzer. Und das ist Glas und Quarz. Das kann da rein. Und wie viel Kupfer geht hier noch rein? Das gehört jetzt zum Beispiel auch gar nicht rein, das Kyanid. Ich glaube, das brauchen wir hier auch gar nicht mehr. Oder? Wo brauchen wir gerade noch akut Kyanid? Da habe ich welches drin gehabt. Ja, das gehört aber auch nicht so richtig rein. Ja, ich weiß, es muss euch wahnsinnig machen, meine Ordnung hier. Also Ordnung will man es ja gar nicht nennen. Pass auf, wir machen die Höhlenbuschsamer hier mal raus. Die können wir draußen auf jeden Fall hier einpflanzen. Die Höhlenbuschsamer. Machen wir mal eben. Dann wächst die schon mal draußen. Wo hier ist noch ein Platz dafür frei? Was macht überhaupt unsere... Ah. Meeresgrün. Ich speichere erst, bevor ich das mache. Och Mensch, wir sind ja schon wieder bei 23 Minuten, sehe ich gerade. Jetzt haben wir eine. Na komm. Ah, guck mal, jetzt haben wir gleich vier. So macht man das. Ja. Dann geht's auch. Dann lassen wir die nochmal wachsen. Dann haben wir da reichlich von. So, nächstes Projekt war Scannerraum abbauen. Und noch einen Biogenerator, ne, herstellen. Nein, da will ich nicht ran. Ich will dahin. Dieses Ding will ich mitnehmen. So, jetzt können wir den Scannerraum abbauen als nächstes. Was? Es wird mir doch eben angezeigt. Naja, okay. Ich krieg schon Hallos hier. So, wie lange hält denn sowas hier? Och. Alles klar. Dann nehmen wir zwei Kreatureneier mit. Dann bräuchten wir nochmal für einen weiteren Bioreaktor Schmiermittel und vier Titan. Ach Mensch, jetzt sind wir schon mal bei 24,5. Ich weiß ja eben, wie man so schnell wieder so vertieft sein kann im Spiel, ist unglaublich. Ne? 1, 2, 3, 4 Titan. Dann brauchen wir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für den Multifunktionsraum.
Dann brauchen wir noch für eine Hatch zwei Titan und einmal Glas. Zwei Titan und einmal Glas. Und den Scanner müssen wir auch noch abbauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr so ganz in meinen Inventarplatz passt. Das macht aber nichts, weil Motte. Wir packen die Eier raus. Ach, verdammt, ich habe das hier ja schon angedockt. Habe ich wieder vergessen. Oder mir nicht gemerkt, eher gesagt. Das ist der passendere Begriff dafür. Und ich habe das Gefühl, Schlingpflanzen bevölkern hier langsam die Basis. Caution. Mild dehydration detected. Ja. Ich weiß, ich sehe es ja auch. Alles klar, alles gut. Also hier kann ich den Scannerraum bestimmt auch gebrauchen, aber ich nehme ihn jetzt erstmal weg. Das machen wir noch in dieser Folge. Und dann verabschiede ich mich. Alles klar. Ja, das passt doch. Sehr gut sogar. Gudi, dann sehen wir uns am Wochenende wieder. Wahrscheinlich ist, vielleicht ist das Update dann auch mittlerweile schon da. Das könnte jetzt gestern gekommen sein. Am 16. war, glaube ich, Mittwoch. Ich weiß es jetzt selber gerade noch nicht. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.